Hallo Freedom Trader, willkommen zurück zum nächsten Trainingsvideo hier auf tradingforfreedom.com. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du deinen Forex-Arbeitsbereich einfach und zeitsparend einrichtest. Du lernst also, wie du Devisenpaare schnell und übersichtlich sortiert in deine Kursliste der Trader Workstation einfügst. Viel Spaß dabei! Im ersten Schritt wählen wir durch einen Klick auf den Reiter die Kursliste aus, in die wir die Währungspaare einfügen wollen. Ich wähle hier Trading for Freedom Forex aus, eine Kursliste, die wir bereits in dem Video zuvor erstellt haben. Möchtest du aber eine neue Kursliste erstellen, geht das über einen Klick auf das Plus-Symbol. In dem neuen Fenster, das sich dann öffnet, gibst du den Namen ein und bestätigst diesen mit OK. Ich lasse diesen Schritt aus, denn ich habe ja schon eine Kursliste. Wie du nun die angezeigte Kursliste hier der Währungspaare Schritt für Schritt einfach erstellst, zeige ich dir jetzt. Dazu markiere ich die erste Zeile, halte die Shift-Taste gedrückt, klicke hier unten und klicke dann auf der Tastatur die Entfernen-Taste. Somit haben wir die gleiche Ausgangsvoraussetzung hergestellt, nämlich eine leere Kursliste. Damit wir uns in unserer Kursliste schnell und einfach zurechtfinden, fügen wir im ersten Schritt sogenannte Kopfzeilen oder auch Gruppentitel ein. Dazu klicken wir mit einem Rechtsklick in die zweite Spalte und wählen Gruppentitel erstellen aus. In dem Fenster, das sich jetzt nun öffnet, geben wir die Bezeichnung Euro ein, denn ich möchte im ersten Schritt alle Währungspaare in die Kursliste einfügen, dessen Basiswährung der Euro ist. Die erste Kopfzeile haben wir nun erfolgreich in unsere Kursliste eingefügt. Um die dazugehörigen Währungspaare einzufügen, klicken wir in der ersten Spalte rein und geben EUR für Euro und drücken Enter. In dem nächsten Fenster wählen wir Forex aus. Und in dieser Auswahl, die wir dann angezeigt bekommen, wählen wir zur Basiswährung Euro alle Gegenwährungspaare aus, die wir in unserem Trading-System handeln wollen. Für mich ist es der US-Dollar. Und jetzt ein Tipp, mit gedrückter Steuerungstaste kann ich weitere Währungspaare gleich auf einmal auswählen. Dazu wähle ich das britische Pfund, den Schweizer Franken, den japanischen Yen, den Australdollar, den kanadischen Dollar und den neuseeländischen Dollar. Gehe dann auf Hinzufügen. Nein, ich möchte das nicht in den FX-Trader hinzufügen, sondern in diese Kursliste. Gehe auf Nein quasi. Und somit sehen wir, die ersten Euro-Währungspaare haben wir erfolgreich in die Kursliste eingefügt. Den eben gerade gesehenen Prozess wiederholen wir für das nächste Basiswährungspaar, den US-Dollar. Dafür klicken wir in die zweite Spalte, wählen Gruppentitel aus, geben dafür US-Dollar ein und klicken auf OK. Danach gehen wir in die linke Spalte und geben USD für US-Dollar ein, klicken auf Enter und wählen Forex aus. Die Gegenwährungspaare zum US-Dollar sind bei mir der Schweizer Franken. Auch hier halte ich wieder die Steuerungstaste gedrückt, wähle den japanischen Yen noch aus und den kanadischen Dollar. Gehe dann auf Hinzufügen und bestätige das nächste Feld mit Nein, dann dürften die weiteren Währungspaare erfolgreich in die Kursliste eingefügt sein. Den gleichen Prozess wiederholen wir für die Basiswährungspaare britisches Pfund, australischer Dollar und neuseeländischer Dollar. Dafür gehen wir wieder in die zweite Spalte. Mit einem Rechtsklick wählen wir Gruppentitel aus und geben britisches ein. In der linken Spalte geben wir GBP für britisches Pfund, klicken auf Enter
und wählen auch hier wieder Forex aus. Hier als Gegenwährungspaar wähle ich den US-Dollar aus, den australischen Dollar, den neuseeländischen Dollar und wo ist der japanische Yen? Hier ist er. Gehe auf Hinzufügen und schon sind die vier Währungspaare in unsere Kursliste eingefügt. Gehe auf Close, wähle die nächste Kopfzeile aus oder erstelle sie, gebe hier australische Dollar ein, klicke hier auf AUD, gehe auf Forex und wähle US-Dollar aus und wähle japanischen Yen aus und den neuseeländischen Dollar. Klicke auf Hinzufügen. Ah, und den kanadischen Dollar. Und als letztes erstelle ich eine Kopfzeile für den neuseeländischen Dollar. Gehe hier drauf auf und gebe NZD ein, klicke auf Enter, gehe auf Forex und wähle hier US-Dollar aus. Klicke auf Hinzufügen. Damit haben wir erfolgreich unsere Kursliste für den Devisenhandel erstellt. Wenn du nun wissen möchtest, wie du mit einem Klick automatisch 3 Orders generierst, dann schau dir das nächste Video an. Dort lernst du, wie du mit einem Klick eine Einstiegsorder, eine Gewinnzielorder und eine Stop-Loss-Order auslöst, um 100% dein Risiko im Markt zu kontrollieren.